Ja, halli, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Ja, wir sind hier nochmal im Badezimmer. Okay, hier ist nichts drin. Pistolenmunition. Glas, ich guck mal was. Okay, ich kann tatsächlich noch mal rausgehen, bevor Jack kommt. Wartet mal. Dann bin ich hier unten. Das heißt, ich müsste mich dann einfach beeilen. Ich habe jetzt einen Plan gefasst, liebe Leute. Guck mal, ich geh jetzt in den Freizeitraum, gucke mir hier noch um. Hier ins Kinderzimmer komme ich wahrscheinlich noch nicht, da brauche ich einen Schlüssel dafür. Habe ich das letzte Mal gesehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier rum und gucke mir das an. Ich werde dann hier runter, wenn Jack kommt, werde ich im Badezimmer, aus dem Badezimmer raus, hier runter huppen. Hier rum, da rein und hier die Schrotflinte von der Wand nehmen. Dann geht nämlich die Tür zu und ich habe meine Ruhe vor Jack. Klingt nach einem genialen Plan, oder, liebe Leute? Kommt, findet ihr auch genial. Ein Crowd? Wartet mal, ein Crowd? Kombinieren, hier. Kombinieren. Kombinieren wir das. Ja. Nice. Ja, genau, das hat man hier gesehen. Hier brauchen wir eine. Hier brauchen wir auch nicht. Hier brauchen wir auch noch eine Schlange dafür. Vater hat mal Football gespielt, okay. Okay. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Mir geht es gut. Aber kann ich hier... Ja, ich würde das gern zuweisen. Kann ich nicht, okay. Wahrscheinlich kann ich da einfach nur die Waffen durchscrollen. Okay, weiter. Skorpionschlüssel dazu. Wird das jetzt angezeigt? Ja, ich komme nicht ins Zimmer der Großmutter. Schlangenschlüssel bräuchte ich hier für. Okay. Okay, Steuerung drücken ist doof. C ist doof. Mist, verdammter. Marguerite, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Okay. Ja. Okay. Das
2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit dem Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Ja, das Ding hat einen Videorekorder und ich habe ein Videoband gefunden. Okay. Da kriegst du ja echt Paras hier. Okay. Ja, der blaue Hundekopf. Super, dann fehlt mir, glaube ich, nur noch einer. Schießpulver. Okay. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal das Video an, oder? Die Aufschrift lautet Mia. Okay. Mia, Ethan, please watch this. Mia Winters Old House. Juli 19. Okay. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß. Ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Darüber. Wie komme ich darüber? Ach, da ist eine Tür, okay. Die Tür zu. Mir macht die Tür zu. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist. Ich muss mich verstecken. Sie sind gescheitert. Finden Sie Plätze zum Verbergen, um nicht von Marguerite entdeckt zu werden. Drücken Sie X, um sich schnell um 180 Grad zu... Okay. Ich habe die Schnauze voll davon. Voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen?
Leben. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Die Tür zu, verdammt! Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht, oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aussehen. Ich weiß, dass sie etwas planen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Das ist ein Flammenwerfer. Nicht hierher. Hätte ich da jetzt um sie rum müssen? Fuck. Geh wieder rein. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen! Und was machst du? Ich verstecke. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Da war die Spinne. Reicht es noch? Nee, es reicht nicht.
Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Ja, geh! Ich würde mich gerne umdrehen. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Sie wird mich nicht finden. Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ja. Gott, ihr habt alle einander Waffel. Ich will da nicht raus. Ich warte jetzt hier. Ich warte hier einfach. Wird schon nichts passieren? Lass die da draußen toben. Ich komme runter. Ich bin eins mit der Welt. So, aber jetzt sehe ich wenigstens wieder was, was die da treibt. Die Omi. Okay, die randaliert da drüben rum. Hm. Muss ich jetzt um sie rumrennen oder was? Gehen wir jetzt einfach. Sie sind gescheitert. Muss ich hinter der her? Muss ich hinter der her da rumschleichen? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du!
alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Okay, jetzt gehen wir mal andersrum. Und gucken einfach. Okay, ich muss hinter ihr herschleichen. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Ich liebe dich nicht, meine Güte. Nimm uns an. Nein. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf. Okay, sie läuft dann hier lang. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich höre dich sogar sehr gut, Daube Blonde. Wenn sie dann wieder hier ist und wieder zurückgeht. Das geht nicht gut. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan! Okay. Okay, Versteckspiel. Super. Okay, liebe Leute. Was haben Sie mir angetan, Mia? Ich verstecke mich jetzt hinter der Bar und erschieße jeden, der durch diese zwei Türen kommt. Ganz ehrlich. Dosen. Okay, gut, liebe Leute. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Resident Evil 7. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.